Grüß Gott und hallo, mein Name ist Daniel Seelbach. Ich bin bei LinaX im Product Marketing tätig und ich möchte Ihnen heute einen kurzen Einblick geben in die Ergebnisse einer aktuellen Studie, die wir im Kundenstamm von LinaX durchgeführt haben. Und zwar haben wir über 300 unserer Kunden zur Rolle von Enterprise-Architekten im Merger- und Acquisition-Prozess befragt. Und alleine die große Beteiligung von mehr als einem Drittel der Eingeladenen zeigt, wie wichtig dieses Thema weiterhin ist. Es ist zwar im Pandemiejahr 2020 die globale Zahl der M&As deutlich zurückgegangen, aber schon Ende letzten Jahres hat sich gezeigt, dass die Zahlen wieder deutlich gestiegen sind. Und das hat uns dazu angeregt, diese Studie durchzuführen. Und eins der Ergebnisse ist, dass 47% aller Befragten in unserer Studie tatsächlich in M&A oder Carve-out-Aktivitäten beteiligt sind. Und das bestätigt einfach, wie wichtig das ist. Wobei wir hier die Aktivitäten der letzten 12 Monate betrachtet haben und sowohl M&A als auch Carve-outs hier zusammengenommen haben. Die 74% kommen zustande aus einmal den 38%, die sowohl beides, also mindestens ein Carve-out oder ein M&A innerhalb der letzten 12 Monate hatten, circa 24% dann nur M&A und Carve-outs finden eben weniger statt, das waren circa 12%. Wir haben auch ein paar interessante Beispiele, die ich Ihnen nennen kann, aus den letzten 12 Monaten, auch die tatsächlich in unserem Kundenstamm stattgefunden haben. Zum Beispiel die Firma AbbVie, also im Pharma-Bereich, hat Allergan übernommen, die eben LinaX nutzen. Sehr interessant auch ZF, der Konzern, der Babco integriert hat. Das war aus unserer Sicht sehr interessant mitzuverfolgen, weil beides LinaX-Kunden sind und dadurch natürlich den Vorteil hatten, hier direkt in einem EA-Tool den Merger auch durchzuführen. Und auch ein Beispiel für ein Carve-out möchte ich ganz gerne geben. Das war Otis, die aus United Technologies sich ausgegründet haben, jetzt eine eigenständige Firma sind. Auch ein sehr interessanter Use Case, wo wir übrigens auch bei einer unserer Veranstaltungen, bei unserem EA Connect Day letzten Jahres, dazu einen Vortrag hatten von dem EA, von Otis, was bei YouTube zum Beispiel bei uns zu finden ist. Dass EA, dass M&As aktuell eine wichtige Rolle spielen, sehen wir auch an sehr großen Deals, die kürzlich stattgefunden haben, gerade so im Tech-Bereich. Prominentes Beispiel ist zum Beispiel, dass Salesforce Slack gekauft hat. Und das ist ein speziell interessanter Deal, auch aus Sicht von Unternehmensarchitektur, weil es eben ein Scope-Deal ist. Und solche Scope-Deals, wie zum Beispiel auch SAP, die Signavio gekauft haben, dort eben nochmal einfach den Aspekt mit hinzubringen, dass auf einen Schlag sich die Business Capabilities des Unternehmens deutlich verändern. Sie erweitern sich deutlich, was natürlich eine Beteiligung von Unternehmensarchitekten hier nochmal mehr als nötig zeigt und wo EA einfach sehr stark mit unterstützen kann. Und dass das der Fall ist, zeigen auch die Zahlen, die wir hier als Antworten bekommen haben, nämlich 80% der befragten Architekten haben bestätigt, dass sie in M&A-Aktivitäten involviert sind. Das sind zum Großteil mit 35% diejenigen, die in einem der Schritte, und wir schauen uns gleich nochmal an, welche Schritte das sind, von M&A mit involviert waren, aber geht eben auch so weit, dass viele in 2 oder sogar in 3 und mehr Schritte involviert sind, bei denen sie eben das Unternehmen stark unterstützen. Die Phasen, die wir dazu uns angeguckt haben oder beziehungsweise wo wir auch Rückmeldungen zu bekommen haben, die hauptsächlich die Beteiligung haben, sind einerseits die Post-Merger-Integration. Das ist relativ klar nachvollziehbar, dass hier eben der große Auftrag besteht, nach einem Akquisitionsprozess oder nach einem Merger sich die IT-Architekturen auf beiden Seiten anzugucken,
und zu schauen, wie man hier eben die Integration am besten vollziehen kann, während gleichzeitig eben das Business, das ganz normale tägliche Business, immer noch weiterläuft. Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, der hier mit auch reinspielt. Und das ist eben durch diese 89% auch ganz klar bestätigt, dass eben die Unternehmensarchitekten, die M&A-Involvement haben, einen großen Fokus da auf Cross-Merger Integration haben. Aber sehr interessant und etwas, womit wir auch nicht unbedingt gerechnet haben, war die Tatsache, dass auch 44% angegeben haben, dass sie schon bereits in der Due Diligence Phase mit involviert sind. Und auch durch einzelne Kommentare, die man da geben konnte, eben auch rausgehört haben, dass viele erst seit kurzem in der Due Diligence mit dabei sind. Das heißt, Post-Merger Integration ist meistens so der Standardfall oder die Standardphase, in denen die meisten anfänglich mit involviert sind. Aber in die Due Diligence dann durch die Tatsache, dass sie bei der Post-Merger Integration so gut unterstützt haben, mittlerweile mit reingekommen ist. Das sehen wir als eine Opportunity für Unternehmensarchitekten, eben hier stärker zu unterstützen und bereits in den Due Diligence, in die Due Diligence Phase mit einbezogen zu werden. Carve-outs finden generell weniger statt, deswegen ist es nicht verwunderlich, dass hier die Umsetzung von Carve-out oder auch die Identifikation von Carve-out-Kandidaten mit geringeren Zahlen da die Rückmeldungen kamen. Wobei auch eben die Identifikation von Akquisitionskandidaten mit 9% doch auch etwas ist, wo wir sehen, auch hier bewegt sich EA immer mehr hin. Wenn Sie Interesse haben, hier mehr Details zu bekommen und sich vor allem auch darüber zu informieren, wie die relevanten jeweiligen Use Cases dann aussehen, der EAs in diesem Post-Merger-Integration-Prozess zum Beispiel, dann möchte ich Sie herzlich einladen, diese kostenlose Studie von uns runterzuladen. Sie finden hier auf den Folien den entsprechenden Link dazu. Ich möchte Ihnen aber gleichzeitig auch noch einen kleinen Ausblick geben und eine kleine Vier-Schritte-Anweisung aus unserer Sicht, die wir gelernt haben aus den Rückmeldungen von unseren Kunden, die in M&A-Prozesse involviert waren, was so die Best Practice ist zum Vorgehen eben von Unternehmensarchitekten im Bereich M&A. Das wäre der erste Schritt, als allererstes mal eine gemeinsame Business Capability Map aufzustellen, basierend auf der Unternehmensstrategie bzw. der IT-Strategie. Der zweite Schritt wäre dann das Erreichen erstmal der vollständigen Transparenz über die Applikationslandschaft, vor allem des Akquisitionskandidaten, der eben vorher noch nicht bekannt war. Dann als dritten Schritt natürlich diese beiden Applikationslandschaften, die momentan noch mehr oder weniger getrennt sind, zu kombinieren und eben für jede einzelne Applikation Maßnahmen festzulegen. Wie geht man vor? Will man zukünftig beide parallel betreiben, wenn sie mehr oder weniger die gleiche Business Capability unterstützen? Oder hat man Rationalisierungspotenzial? Dazu bietet sich zum Beispiel das Time-Modell an. Und als vierter Schritt dann eben diese Maßnahmen dann auch durchzuführen und tatsächlich eine Roadmap zu erstellen, wie man vom Timing her vorgehen möchte, um diese einzelnen Schritte durchzuführen. Und ganz wichtig dabei natürlich ein Monitoring immer dabei zu haben, zu schauen, wie weit sind wir, wie weit möchten wir noch gehen, um zu sehen, sind wir denn da im Plan oder nicht. Und gegebenenfalls an den Stellen, wenn man merkt, es klappt nicht so, wie es sollte, immer noch mal einen Schritt zurückgehen in den zweiten Schritt und gegebenenfalls die Maßnahmen entsprechend anpassen, dort auch entsprechend agil agieren. Sie sehen hier an den kleinen Screenshots, die ich mit eingeführt habe, dass zu jedem dieser Schritte es natürlich in LeanIX praktische Out-of-the-Box-Reports gibt, die man da nutzen kann, um die entsprechenden Informationen schnell einerseits zu erstellen, zur Verfügung zu haben, aber auch mit allen beliebigen Stakeholdern im Unternehmen zu teilen. Das wäre so mein kleiner Advice für Sie, wenn Sie in M&A-Prozesse involviert sind. Ich möchte Ihnen an der Stelle herzlich danken und bin noch offen für Fragen, nicht nur jetzt hier im Q&A-Bereich, ansonsten auch gerne nachhinein per E-Mail. Vielen Dank.